So, da sind wir schon wieder zurück hier. Endlich mal nach dem Absturz. Ich musste mal das ganze Spiel re rekonstruieren. Endlich mal wieder. Weil es dann komplett abgestürzt ist und ich meinen Spielstand dann irgendwie nicht mehr retten konnte. Das war sehr kacke, ja. Da habe ich jetzt erstmal über eine Stunde oder so oder über 1,5 Stunden erstmal wieder hier hingezockt. Und ich denke mal, das ist jetzt auf den gleichen Stand so einigermaßen hier und habe mir noch ein bisschen ein paar Zauber geholt und ein bisschen dies und das geholt. Mich noch ein bisschen aufgestuft, meine Waffen noch ein bisschen aufgestuft, meinen Hitzeblitz auf Level 2 gebracht. Alles sowas, das ist halt so Nebendinger. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass es hier immer so abstürzt, dieses scheiß ZNS mit dem Secret of Evermore. Das scheint irgendwelche Probleme zu geben hier. Wenn ihr da irgendwelche Lösungen habt für mich, also könnt ihr mir das gerne mitteilen über die Kommentare oder über eine persönliche Nachricht, da würde ich mich sehr drüber freuen, weil das nervt einfach nur noch, wenn das hier immer dauernd abstürzt und ich das wieder laden muss. Da habe ich mir jetzt schon auf meinen Controller gelegt, meine Save-Taste, weil ich muss jetzt ab und zu immer mal saven. Das nützt halt nichts, das wird dann auch im Video dann erscheinen, dieses Save State Saved. Das kann ich dann leider dann nie vermeiden, weil ich muss dann da aufs Nummer sicher gehen, nicht, dass ich meinen Speicherstand dann nochmal verliere. Und das war bloß mal eine kurze Information jetzt hier zum Anfang des Videos und das tun wir einfach mal mit der Geschichte weitermachen. Also der meint jetzt hier dieses Sumpfmonster hier. Dieses Ding war ja schlimmer als Schleimmonster in miefende Socken im Sumpf. Da hat jemand seine Socken im Sumpf vergessen und die haben dann angefangen zu stinken. Das ist ja eklig. Und jetzt kommen wir wieder hier zum Ureinwohner, zu Aborigines mit seiner Fischgräte. Gott sei Dank. Dieses Monster wollte meine Hütte verschlingen. Mit mir drin, mit Haut und Haaren und allem. Es kann echt nicht sein, ey. Du hast mich gerettet. Gut gemacht. Danke, ich danke dir. Oh, keine Ursache. Ja, danke, danke, ja, keine Ursache. Mach ich gerne. Ich heiße John David, ja. Aber du kannst mich einfach nur David nennen. Ich erforsche seltene Sumpfgase, weil ich darauf stehe und da mein Studium gewidmet mit hab über diese Sumpfgase. Ich liebe Sumpfgase. Oh, das erklärt den Geruch, ja. Boah, Alter. Wasch dich mal, Alter. Boah. Wirklich? Es ist mir noch nie aufgefallen. Komm doch zu mir rein, Mann. Es ist kein Drei-Sterne-Hotel, aber es ist gemütlich. Wenn man auf Ungeziefer und Gestank steht, ist es schon gemütlich, ja, also. Naja, was willst du dann halt anderes machen, ne? Eigentlich müsste ich hier jetzt etwas als Belohnung für meine Rettung geben, aber das ist in jedem Rollenspiel einfach mal so, dass man für. Aber was, ne, Schlüssel, ne, kann ich dir, was könnte ich dir als Belohnung geben? Ein Schlüssel, nö, ein Herz, ein pumpendes Herz, naja, das brauchst du ja wohl nicht, du hast das selber eins. Oder das hier. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, was ich dir gebe. Pfeffer gebe ich dir. Bitte nimm diese Pfefferschote. Pfeffer! Können wir unser Essen würzen? Geil! Endlich mal ein bisschen Gewürze bei unser Essen hier. Das war immer so fad. Pfeffer kann wahre Wunder vollbringen, wenn man die richtige Formel kennt. Komm wieder, wenn du ihn aufgebraucht hast. Ich werde dir einen neuen geben. Möchtest du etwas ausruhen? Nö, wir sind nur voll. Nö. Möchtest du Spielstand speichern? Oh, das ist ja eine sehr gute Idee. Ach ja, ich bin schon Level 11, ne? Nur mal so. Wasser. Ich brauche Wurzeln. Wasser, 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 Wasser. Ich brauche Wurzeln auf jeden Fall. Möchte ich etwas ausruhen? Nö. Ja, ich tue mal nochmal speichern, ist egal, ne? So, tun wir nochmal hier speichern. Oder. Ach ne, wir lassen das einfach so. So. Wie dem auch sei, werdet ihr leider jetzt immer sehen, dass ich hier mal Safe State setzen muss, leider. Weil ich ja leider dann dazu gezwungen bin, was ich ja schon angesprochen habe, leider. Immer mal wieder in gewissen Abständen. Und da werden wir mal aus dem Sumpf jetzt rausgehen, weil wir ja die Telekinese-Formel jetzt einsetzen können. Und den Stein da am Anfang. Oh, den Stein da nehmen könnt. Oh, ich hab. Ich muss mir glaube noch mal Heilzeug holen, dann, wenn ich draußen bin. Weil ich wirklich null habe. Ich habe null Heilzeug, nichts.
Nicht schon mal Krafthauch habe ich. Das ist total lol. Ich habe jetzt, also wie ihr seht hier, nix da, ne, ein Heilzeug. Und hier ist leider, oh nicht, der Krafthauch ist hier auch weg. Aber jetzt können wir nicht das hier Telekinese machen. Was würde ich jetzt noch gucken? Befinden würde ich noch gucken. Genau, oh, 1-1 haben wir jetzt schon wieder. Oh, was? Fuck. Das war ja sehr, sehr gut. Solche Wörter darf man natürlich nicht sagen. So eine Ausdrücken-Wörter. Solche Kraftausdrücke. Das kommt dann nicht so gut rüber, finde ich so. Oder wenn man immer so, naja, ich will vielleicht mal Thema Hartz IV ACTV ansprechen. Was ich nicht so dafür bin, aka RTL. Was, naja, es ist halt so die Jugend von heute hier. Ich bin selbst noch ein klein bisschen jugendlich, sag ich mal, mit meinen 26 Jahren bin ich eigentlich, denke ich mal, noch so ein bisschen jugendlichen Touch vorhanden. Aber ich finde halt so, wenn man sich so auf so eine, ich sag mal jetzt, Aslak runterbegibt oder auf so eine Schiene da fährt, das ist, naja, es kommt dann halt nicht so gut an beim Gegenüber, finde ich so. Es ist so, naja, muss man glaube ich nie unbedingt haben. Und wenn man dann noch hier Diffamierungs-RTL schaut, mit seinen ganzen Diffamierungssendungen, ist das dann auch nicht so unbedingt förderlich, sage ich mal. Jetzt, obwohl das ja sowieso alles nur gestellt ist, aber davon abgesehen, jetzt, wenn man jetzt einfach mal nur Familien im Brennpunkt sagt, oder jetzt, was gibt's da noch so? Ich kenne mich da zwar nicht aus, aber ich will mich da auch gar nicht auskennen, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich vielleicht gucke auf RTL, ist vielleicht hier Wer wird Millionär? Weil das meine Großeltern, meine Oma und Opa immer regelmäßig gucken. Das sind die übelst der Fan von. Bis Uni. Das gucke ich mir vielleicht noch das ein oder andere Mal an, wenn das kommt. Aber sonst gucke ich eigentlich relativ wenig Fernsehen. Ja, ich schon alles im PC habe, also von daher. Also wie kann ich helfen? Ich brauche noch ein bisschen sowas hier, brauche ich noch ein bisschen. Kollegin. So, ja, ich habe nie genug bla. So, muss ich mal ein bisschen Heilzeug geholt. Muss man da mal gucken, wo ich ein Wurzeln herkriege. Das wäre ganz cool. Oh cool, es ist wieder abgestürzt. Yay! Es ist ja toll! Meine Fresse! Müssen wir mal wieder herstellen. So, haben wir es mal wieder geloadet hier. State loaded, ich mache es hier keinen Schnitt. Es regt mich übelst oft, wenn ich rausgehe. Hallo, jetzt? Jetzt geht's. Oh, es regt mich übelst auf, dass die Scheiße immer abstürzt. Oh. Ey, da muss es doch irgendwas geben, was man da machen kann. Das kann doch nicht so weitergehen hier in dem Let's Play. Dass es einmal wieder abstürzt, die Scheiße, wenn ich hier die Bildschirme. Hier, wenn ich die Bildschirme wechsle. Jetzt mal ernsthaft, da muss es doch irgendwas geben. Das hängt bestimmt irgendwie an Z-Nest oder so. Das hängt hundertprozentig irgendwie an Z-Nest. Oder das hängt bestimmt am ROM selber oder so. Ich hab da echt keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, wie das ja bei anderen war oder ist. Um jetzt Fräulein Unflauschig mal anzusprechen, die das auch Let's Play Kollegin, die Kollegin von mir, Let's Play Kollegin, macht das ja im Moment auch gerade das Let's Play, was ich auch sehr gut finde, also. Ist echt schön, ziemlich geil. Auf jeden Fall. Das kann man bringen so. Auf jeden. So, die lockerlässige Art ist schon ziemlich geil. Apropos Fräulein Unflauschig hat ja meinen YouTube-Kanalhintergrund mitgestaltet. Oder alleine gemacht. Wofür ich ihr nochmal sehr danken möchte. Dass sie auf meine Wünsche eingegangen ist. Die ich da geäußert habe. Und sie mir dann aufgrund der Wünsche dann diesen YouTube-Channel-Background gemacht hat, was ich sehr, sehr feiere, diesen Background. Um dann mal das nächste Thema anzusprechen, dieser neue YouTube-Channel-Background am 1.5. soll er voraussichtlich kommen. Was ist denn der 5.? Meine, also 1. Mai Club oder so, soll es dann nur immer endlich soweit sein, dass wir dann diesen neuen Channel-Background kriegen, diesen äußerst nicht guten Channel-Background. Wenn ihr versteht, was ich meine, ihr habt euch bestimmt da schon mal Gedanken drüber gemacht oder angeschaut, was ich damit meine, was dann diese ganzen Kanal-Background-Designer arbeitslos macht.
und sie dann vielleicht auf Banner Designer dann umswitchen müssen. Und hier tun wir mal hier mit der Telekinese hier. Wir sind almighty und tun den zurückmachen und gehen jetzt in den Vulkan rein. Oder machen wir die Vulkan-Episode jetzt gleich noch? Oder tun wir jetzt nochmal kurz hier ein bisschen hier nochmal rumgucken, was hier noch vielleicht gibt. Weil hier siehst du, wenn wir jetzt hier nicht rumgeguckt hätten, dann hätten wir das nicht gefunden. Was ist denn da oben eigentlich? Muss noch kurz gucken, was da oben ist. Was sind hier oben drinne? Guten Tag. Wer ist denn das? Guten Tag, wer bist du denn? Ich kaufe und verkaufe die besten Rüstungen, ja. Wie kann ich dir helfen? Ein Panzerhelm? Eine Panzerweste? Bleiarmband? Oh geil. Ich muss mal wieder Geld farmen. 300? 650? 7, ist 900? Oh, da muss ich ja bis 900 wieder. Muss ich wieder bis 900 farmen. Wachs. Oh, wir kriegen nur Wachs. Oh, wir brauchen mal wieder Wurzeln. Alter, wir brauchen Wurzeln. Wurzelgemüse brauchen wir, damit wir Kraftrauchen machen können. Ich würde mal sagen, den Vulkan werden wir in der nächsten Episode mal angehen. Mal endlich die Vulkan-Episode, die ich schon seit langem versprochen habe. Hier, wenn wir jetzt hier oben reingehen, ist die Vulkan-Episode. Ich werde nämlich mal speichern hier. Und dann stelle ich mich mal hier so hin. Und werde einfach mal sagen, dass wir uns in der nächsten Episode sehen. Dann morgen wahrscheinlich. Ja, morgen. Weil ich sonntags aufnehme, früh um 5. Und die dann für Sonntag sein wird, die Episode. Also nicht morgen, sondern Sonntag. Ich mache vielleicht noch ein bisschen mehr, mal sehen. Ein bisschen voraufnehmen, dass ich schon Ruhe habe. Aber wie dem auch sei, das ist ja erstmal zweitens. Ich danke euch für's Zusehen. Und hätte ich mal gesagt, hier, wir sehen uns noch. Macht's mal gut und auf Wiedersehen, tschüss. Ja, irgendwie so, bla bla.